Du siehst dein kleines Problem zu Hause, du wirst mit den kleinsten Dingen nicht fertig und solltest hier aufräumen. Ja, genau du. Und so ist es richtig. Solange noch ein Kind dem Hungertod erliegt, während sich andere bereichern. Solange Macht und Geld diese Welt beherrscht, den Tod ganzer Völker einfordert. Solange noch eine Frau für Kriegsinteressen ihren Mann verliert, lohnt sich jede Träne, die du vergießt, Kampf für eine Welt, die ich jetzt braucht. Schaffe Hoffnung und Kraft, wenn alles zerbricht, denn dann schreien Frieden. Wenn du dein Kreuz aufnimmst für deine Mitmenschen, für sie leidest, sie rechtfertigst, anstatt sie zu verdammen und zu verklagen, sie rettest, anstatt sie ihrem Schicksal zu überlassen, wenn du dein Leben hingibst wie Jesus, hast du das Beste gelebt, was du persönlich leben kannst. Solange ein System von Krankheit profitiert, Erfindung um Erfindung gestohlen wird, solange Saat und Keim Konzerne patentieren, während Milliarden Menschen hungern und frieren. Solange Dreck im Netz die Reinheit unserer freien Kinder raubt, lohnt sich jede Träne, die du vergießt, Kampf für eine Welt, die ich jetzt brauch. Trotz Schwäche und Kampf niemals aufgeben. Fühl dich verantwortlich, wenn es nur auf dich allein ankäme. Und du musst dich durchsetzen gegen den ganzen Sauerteig der Trägheit, der um dich herum mitwirkt, um dich unten zu behalten. Du musst diese Berufung würdig annehmen, dass es dir reicht, dass es bei dir hochkocht und dass es dein tödlicher Ernst ist, ja? Es lohnt sich. Heiligkeit meint, da bin ich Gott, ob es mir gut oder schlecht geht. Ob ich gerade unten bin oder oben, spielt keine Rolle. Ich kann oben oder unten nichts bewirken, aber ich bin da für dich. Das heißt heilig sein. Dranbleiben, bis hinein ins tausendjährige Reich. Bis hinein ins tausendjährige Reich. Hinein ins tausendjährige Reich.